Jedenfalls in entstehungsgeschichtlicher Perspektive wird deutlich, dass das Grundgesetz als wesentliches Konstitutionselement dieses neuen Deutschlands elementare Basisgleichheit aller Menschen einfordert und im Blick auf die Angehörigen der menschlichen Gattung sozusagen ein qualitatives Differenzierungsverbot einfordert. Die viel zitierte Formulierung von Theodor Heuss, dass die Menschenwürde die nicht interpretierte These des Grundgesetzes sei, korrespondierte damals mit der Forderung Carlo Schmitts, das Wesen des Menschen sei nicht zu definieren. Sozusagen ist das die verfassungsrechtliche Anerkennung eines offenen Menschenbildes. Oder wie es das Bundesverfassungsgericht formuliert hat, Menschenwürde ist eben nicht nur die individuelle Würde der jeweiligen Person, sondern die Würde des Menschen als Gattungswesen. Jeder besitzt sie ohne Rücksicht auf seine Eigenschaften, seine Leistungen und seinen sozialen Status. Sie ist auch dem eigen, der aufgrund seines körperlichen oder geistigen Zustandes nicht sinnhaft handeln kann. Und dieses Grundgesetz in einer durchaus kunstvollen Architektur in seiner ersten drei Artikel formuliert das ja auch ganz schön. Es ist nicht von der Menschenwürde die Rede, wie wir das abkürzend immer sagen, sondern einfach und schlicht von der Würde des Menschen. Dieses unabgeschlossene, nicht definierten, alle seine pathophysiologischen Zustände erfassende Menschen in allen seinen Formen. Und damit knüpft diese Garantie der Würde an den schlichten Tatbestand eines lebendigen Organismus, eines Mitglieds dieser Gattung Mensch. In welcher Phase seiner zeitlichen Entwicklung und in welchem pathophysiologischen oder gesunden Entwicklungszustand er sich befindet. Wo menschliches Leben existiert, da kommt ihm Würde zu. Diese schlichte Formulierung des Bundesverfassungsgerichts schon aus der ersten Abteilungsentscheidung, an der heftig kritisierten Formulierung des Gerichts, ist völlig zutreffend. Es ist kein naturalistischer Fehlschluss, sondern nur die einfache Beschreibung dessen, was das Grundgesetz in diesen beiden ersten Artikeln, dann kommt noch die Basisgleichheit der Artikel 3 dazu, formuliert. Leben wird geschützt in allen seinen Formen und wenn Leben da ist, kommt ihm Würde zu. Würde ist damit genauer betrachtet sozusagen ein Kommunikationsbegriff. Die verfassungsgebende Gewalt gründet diesen Staat, diesen deutschen Staat, und das muss man eben auch nochmal sagen, bei jedem Verweis auf das Ausland, das ist vorgegeben, ganz anders nach. Wir haben aus einer ganz bestimmten historischen Erfahrung genau diese Verfassung, die wir heute haben. Und es gibt keine Verfassung weltweit, obwohl es inzwischen schon ein gutes Dutzend gibt, was auch den Begriff der Menschen, die auch den Begriff der Menschenwürde haben, die diese Garantie der Menschenwürde mit diesem Unabdingbarkeitsanspruch formuliert. Keine Verfassung der Welt macht das. Diese Würde ist, so das Bundesverfassungsgericht jetzt wieder neu, unabwägbar. Es gibt überhaupt keinen wichtigen Gegengrund, der es erlauben würde, diese Würde einzuschränken. Das gilt bei anderen Grundrechten, ist das anders, aber genau da ist sie unabwägbar, abwägungsresistent. Das ist eben auch eine deutsche Erfahrung, auf die der Verfassungsgeber so reagiert hat. Die scheint aus verfassungsrechtlicher Sicht Folgendes zu sein. Grundrechtliche Begriffe werden, das ist noch, das muss ich betonen, herrschende verfassungsrechtliche Position, auch noch Position des Bundesverfassungsgerichts, so ausgelegt, dass sie möglichst manipulationsresistent sind. Die Begriffe müssen also, wie Frau Vorsitzende hat eben freundlicherweise auf meine Dissertation hingewiesen, offen ausgelegt werden. Konflikte entstehen immer noch, aber dafür haben wir andere Argumentationsstränge, nicht schon die Begriffe uns so zurechtzubiegen, dass wir überhaupt keinen Grundrechtsfall haben. Nur dann, wenn wir ein Grundrecht, das eigenständig erkannt haben, gibt es auch Begründungslasten für den Status. Ist der frühe Embryo kein Mensch, gibt es kein Lebensrecht. Die Vernichtung dieses Embryos ist keiner Rechtfertigung unterworfen. Es ist frei verfügbare Sache. Wenn wir sagen, die Bild-Zeitung macht keine Presse, dann gibt es keine Pressefreiheit für die Bild-Zeitung, weil sie kein bestimmtes Qualitätsniveau erreicht hat, also könnte man sie zensieren. Das ist kein Grundrechtsthema. Und wer eine unvernünftige Meinung sagt, dann könnte man auch sagen, das ist keine Meinungsfreiheit. Und all das machen wir nicht. In all diesen Fällen machen wir einen weiten Begriff der jeweiligen grundrechtlichen Schutzgüter. Und das Gleiche gilt eben auch für das Leben. Zu sagen, ein früher Embryo in vitro erzeugt und wir stellen dann auf die Nidation ab, es liegt auf der Hand, was dann passiert. Die Nidation ist in vitro nicht möglich. Also gibt es gerade da überhaupt keinen Lebensschutz. Das aber ist zutiefst gegen den Sinn jeder grundrechtlichen Gewährleistung, nämlich Antwort zu sein auf alte, erfahrene, aber auch aktuelle und mögliche neue Gefährdungen.
Wenn nun der biowissenschaftliche Zugriff auf dieses menschliche Leben so manipulativ ist, dass es sogar außerhalb des Mutterleibes passiert, dann soll diese Manipulation des Lebens dazu führen, dass überhaupt kein grundrechtlicher Schutz besteht. Das ist, wie gesagt, völlig gegen die Theologie grundrechtlichen Schutzes. Und deshalb wird auch dieser Begriff des Lebens, wie Artikel 2 ihn vorfindet oder uns vorgibt, weit verstanden. Das Bundesverfassungsgericht hat das in der Tendenz in den beiden Abtreibungsentscheidungen auch so gesehen, hat zwar gesagt, jedenfalls ab der Nidation, es ging ja um Abtreibung, und deshalb war das die entscheidende Zäsur, hat sich also zu den Vorstadien nicht definitiv entschieden, hat aber dann hinzugefügt, die Ergebnisse und die Erkenntnisse der anthroposophischen Medizin oder anthropologischen Medizin legten es nahe, jedenfalls schon mit der Kernverschmelzung von menschlichem Leben auszugehen. Ich mache es kurz, das ist noch die herrschende Position der Verfassungsrechtslehre, die ich jedenfalls in den Grundzügen teile. Ich will allerdings, um ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, hinzufügen, es ist alles natürlich noch ein bisschen komplizierter. Denn das, was der Bischof eben angesprochen hat, dass mit der Kernverschmelzung sozusagen genetische Identität entsteht, entsteht embryologisch betrachtet schon ein bisschen früher. Nämlich schon mit der Imprägnation der Eizelle durch die Samenzelle. Dann ist genetisch nichts mehr zu verändern. Das wird von unserer Rechtsordnung völlig ausgeblendet, diese Entwicklung. Es gibt einen elementaren, einen fundamentalen, normativen Unterschied zwischen den Konstellationen, die das Abtreibungsrecht erfasst, und den Möglichkeiten embryonaler Stammzellforschung, einschließlich der PID. Um es einfach zu sagen, bei der embryonalen Stammzellforschung gibt es ein einziges, wenn wir es beim staatlichen Verbot beließen, ein einziges Gebot oder Verbot an den Arzt oder sonst jemanden: lass die Finger weg von einem fremden Rechtsgut. Das ist das Einzige, was der normative Befehl ist. In der Schwangerschaft haben wir mehr. Würden wir ein striktes Verbot der Schwangerschaftsunterbrechung haben, gäbe es zwei Gebote oder Verbote. Einmal dasselbe: lass die Finger weg, verzeihen Sie mir jetzt meine Redeweise, von diesem fremden Rechtsgut, nämlich diesem Embryo, der auch ein Mensch ist. Das ist das eine. Das ist also ein Unterlassungsgebot, wie in dem anderen auch, aber es kommt was anderes hinzu. Es kommt, würden wir das zu Ende denken, das strikte Gebot einer positiven Handlungspflicht an die Frau, Schwangerschaft und Geburt sozusagen zu verenden. Flapsig formuliert, ein ganz besonderes höchstpersönliches Dauerschuldverhältnis mit den Zwangsmitteln des Rechts zu verenden. Dieses Gebot, normativ, gibt es weder bei der PID, noch gibt es das in der Stammzellforschung. Deshalb ist die Abtreibungsproblematik normativ eine andere. Sie ist viel, viel komplizierter. Und sie ist, das will ich einfach sagen, normativ nicht zu lösen. Es gibt weltweit keine befriedigende verfassungsrechtliche Regelung. Das bedeutet nicht, dass der gegenwärtige Rechtszustand in Deutschland befriedigend wäre. Bei weitem nicht. Aber ich glaube nicht, dass wir mit der Reform des 218 das in den Griff bekommen. Dass die zweite Abtreibungsentscheidung des Bundesverfassungsgerichts in hohem Maße problematisch ist. 8 Richterinnen und Richter haben sozusagen alles dazu gesagt, was jeder mal dazu sagen wollte. Und genauso inkonsistent ist diese zweite Abtreibungsentscheidung gewesen. Natürlich kann man nicht sagen, jede Abtreibung ist von dem engen Katalog der Indikationen abgesehen rechtswidrig und gleichzeitig den Staat dazu verpflichten, flächendeckend ein System der Abtreibungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Ich kann nicht sagen, es ist rechtswidrig und dann sagen, aber der Arztvertrag ist wirksam. Das alles passt natürlich nicht zusammen. Aber es ist einfach nur Ausdruck der Hilflosigkeit des Rechts, damit umzugehen.